Herzlich willkommen zu meinem Total Body Pilates Workout. In diesem Programm werden wir den ganzen Körper von Kopf bis Fuß bearbeiten und wir beginnen mit der Bauchmuskulatur. Roll dich auf den Rücken ab, platziere die Handflächen am Hinterkopf. Zieh das Kinn ganz leicht in Richtung Brustbein, sodass der Nacken lang wird. Die Beine sind hüftbreit geöffnet. Füße, Knie und Hüftgelenke sind in eine Linie. Atme nun aktiv in den Bauch ein, in den Brustkorb. Ausatmen, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, schließ deine Rippen und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Blick nach vorne zu den Knien. Einatmen, wieder Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Ausatmen, die Rippen schließen, zieh den Bauchnabel nach innen, komm nach oben. Einatmen, nach unten. Ausatmen, Wirbel für Wirbel nach oben kommen, zieh den Bauchnabel nach innen und einatmen, wieder nach unten. Ausatmen, Rippen schließen, zieh den Bauchnabel nach innen. Und jedes Mal, wenn du nach oben kommst, versuche wirklich den unteren Rücken sanft in den Boden zu schieben. Einatmen, wieder nach unten. Ausatmen, den Bauchnabel wieder nach innen ziehen. Komm nach oben. Diesmal bleibst du oben. Bring die Beine nach oben in die Stufenposition. Atme ein, ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, tipp mit dem rechten großen Zeh zum Boden. Einatmen, nach oben. Ausatmen, linke große Zeh, acht auf den unteren Rücken, nicht ins Hohlkreuz fallen. Drück den unteren Rücken in den Boden und versuche eigentlich so weit nach oben zu kommen, sodass du nur noch die untersten Kanten deiner Schulterblätter spürst. Aus und ein. Ausatmen und einatmen. Ausatmen durch den Mund, einatmen durch die Nase. Und tippen. Sehr schön. Achtung. Jetzt bring die Hände in die Kniekehlen rein. Atme hier ein. Mit dem Ausatmen schiebst du die Knie ein bisschen weiter nach vorne. Halte hier, atme ein. Ausatmen, wieder abrollen. Ein bisschen tiefer. Und wenn du möchtest, kannst du dich sogar ganz ablegen. Atme ein, ausatmen, zieh die Schultern von den Ohren weg, Wirbel für Wirbel, Kopf und Schultern von der Matte abheben, schieb deine Knie nach vorne, sehr gut, lass die Ellbogen nach außen geöffnet. Die Arme sind rund, so als ob du einen Ball in den Armen halten würdest. Und wieder Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Einatmen. Wieder ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Und halten ein und ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, ausatmen, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Rippen schließen, der Unterrücken drückt in den Boden, sehr gut, komm nach oben. Zieh den Bauch nach innen, hüll deine Bauchdecke wirklich tief aus. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder nach unten. Letztes Mal. Ausatmen, komm nach oben. Bleib jetzt hier oben. Die Handflächen wieder am Hinterkopf. Mit dem nächsten Ausatmen drehst du dich nach rechts auf und tippst mit dem linken Fuß in Richtung Boden. Einatmen zur Mitte. Seite wechseln, nach links, rechter Fuß zum Boden, wieder zur Mitte. Vom Gefühl her möchtest du die Schulter zum gegenüberliegenden Beckenknochen bringen. Der Unterrücken bleibt immer fest am Boden. Aus und ein. Atme aus, dreh dich auf, komm höher und ein. Aus und ein. Ausatmen und ein. Ausatmen, zieh den Bauch nach innen, dreh dich auf und ein. Letztes Mal. Aus und ein. Und dann langsam wieder Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Zieh die Oberschenkel einmal ran und dann streck die Beine aus.
Zieh die Arme in die Länge, atme tief ein. Und ausatmen, locker lassen. Okay, dann schwing nach oben zum Sitzen. Streck deine Beine aus, die Arme auf Schulterhöhe. Atme hier tief ein. Mit dem Ausatmen rollst du dich halb nach hinten ab. Mit dem Einatmen richte dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Ausatmen, roll das Becken ein. Werde ganz rund, zieh den Bauch nach innen, Schultern von den Ohren weg, lange Beine, lange Füße und einatmen, wieder in die Länge ziehen. Ausatmen, das Becken einrollen und einatmen, wieder hoch. Ein letztes Mal ausatmen und hier bleiben, Rücken rund, mit dem nächsten Ausatmen ranziehen. Einatmen, halten, ausatmen, ranziehen, halten. Mit dem nächsten Ausatmen strecken, einatmen, ausatmen, strecken. Tief einatmen, immer noch halten und aus. Halten, ein und aus. Halten, ein und aus. Halten, ein und aus. Halten, ein. Einatmen, hoch und ausatmen, absenken. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu einer Seitstützübung. Stütz dich mit dem linken Unterarm ab. Die Beine sind übereinander. Heb deinen Brustkorb nach oben an, zieh die Schultern von den Ohren weg. Dann hebst du als nächstes das Becken nach oben an, atmest aus. Von hier aus streckst du nun das rechte Bein nach unten aus. Achte darauf, dass die Schulter hinten unten bleibt. Und dann senkst du dein Becken ab. Aus und ein. Aus und ein. Jetzt geht das Bein nach hinten aus und ein. Und du kannst den Arm entweder hier halten oder du bewegst ihn hier mit nach vorne aus und ein. Und aus und ein, sehr schön, und aus und ein, letztes Mal und aus und ein und schon geschafft. Gut, Seite wechseln. Beide Beine übereinander, das Becken hoch, zieh den Bauchnabel nach innen, streck den Arm nach oben aus. Streck das linke Bein aus und wir gehen tief und hoch, tief und hoch. Und jetzt schon das Bein und den Arm aus und wieder hoch, atme aus und komm hoch, atme aus, geh tief, zieh dich hoch, atme aus und ein, noch zweimal aus. Und ein letztes Mal und sehr gut. Wir wechseln in den Vierfüßler. Stell die Zehen auf, Rücken lang, Kopf in Verlängerung, Schultern von den Ohren weg. Atme ein, mit dem Ausatmen hebst du die Knie knapp von der Matte ab. Einatmen, lösen. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen, schließ deine Rippen, Kopf in Verlängerung, geh hoch. Und einatmen, tief. Ausatmen, geh hoch. Einatmen, tief. Ausatmen, geh hoch. Einatmen, tief. Letztes Mal ausatmen und hoch. Einatmen, tief. Von hier aus streckst du mit dem nächsten Ausatmen das rechte Bein nach hinten aus. Die linken Zehen können gerne flach abgelegt sein. Finde hier eine Linie, roll das Becken ein und ausatmen, das Bein geht hoch. Einatmen, nach unten tippen. Ausatmen, hoch das Bein. Achte darauf, dass du hier nicht zu stark ausweichst, sondern zieh die Bauchdecke nach innen. Bleibe hier stabil. Und geh tief, atme ein, ausatmen, geh hoch. Ein, tief.
Aus, hoch. Zieh das Bein lang aus deinem Hüftgelenk heraus. Letztes Mal. Und dann langsam lösen. Zurückbringen. Sehr schön. Seite wechseln. Linkes Bein. Schulterblätter in Richtung Po. Becken leicht einrollen. Und wir gehen mit dem Ausatmen hoch. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Zieh den Bauchnabel nach innen. Nicht durchhängen. Halte den Kopf in Verlängerung. Zieh das Bein ganz lang aus deinem Hüftgelenk raus. Geh hoch und geh tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Noch zweimal. Aus hoch. Ein tief. Letztes Mal. Und dann stell die Zehen auf. Nimm das rechte Bein dazu. Bilde eine Linie im Körper. Dann senk deine Knie von hier aus ab. Überkreuze deine Beine, deine Unterschenkel. Wir atmen ein, beugen die Arme, ziehen die Ellbogen eng an den Körper an. Und ausatmen, schieb den Boden weg von dir. Dann wieder beugen. Zieh die Ellbogen an und schieb den Boden weg von dir. Und ein und aus. Ein und ausatmen. Zieh den Bauchnabel nach innen, zieh die Schultern von den Ohren weg. Letztes Mal und geh tief, 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 tief und streck die Beine aus. Halte die Hände genau hier, wo sie sind. Nacken lang und Kopf in Verlängerung. Geh etwas tiefer nach unten. Atme jetzt hier ein und mit dem Ausatmen hebst du nun den Brustkorb nach oben an. Einatmen tief, halte den Kopf in Verlängerung. Zweimal noch. Letztes Mal. Zehen aufstellen und komm nach oben, nach hinten. Heb die Knie von der Matte ab. Schwing dein rechtes Bein nach vorne. Knie über deine Ferse und zieh den linken Fuß näher zu dir an. Jetzt komm nach oben. Und zwar so, dass wenn du die Beine beugst, beide Beine ungefähr 90 Grad Winkel haben. Okay, das ist ein bisschen Gleichgewicht jetzt gefragt. So, jetzt gehst du tief nach unten. Die Arme kommen von hier oben und die ziehen nach unten. Die Handflächen zeigen zu dir nach innen. Achte darauf, dass das Knie hinten nicht nach außen abhaut, ja, oder nicht zu sehr nach innen abhaut, sondern bleibe hier möglichst in eine Linie. Atme ein und ausatmen. Zieh den Bauchnabel nach innen, zieh die Schulterblätter nach unten. Einatmen, hoch, ausatmen und tief. Einatmen, hoch, ausatmen, tief. Sehr schön, einatmen und hoch. Ausatmen, tief, zieh den Bauchnabel nach innen, Schultern tief. Einatmen. Und ausatmen, letztes Mal, einatmen, geh hoch, ausatmen, geh tief, beug dich nach vorne, schwing das Vorderbein nach hinten, Seite wechseln, linker Fuß kommt nach vorne, rechter Fuß ran, stütz dich nach oben auf, beide Beine beugen und wir beginnen mit dem Einatmen. Wir gehen einatmen, hoch, die Hinterferse bleibt oben. Ausatmen, geh tief, zieh den Bauchnabel nach innen, Schultern tief halten. Und einatmen, hoch, ausatmen, tief. Einatmen, hoch, ausatmen und tief, Bauch zieht nach innen. Einatmen, hoch, ausatmen, tief. Letztes Mal ein und aus, ein, alle und vielleicht ein vorletztes Mal. Hoch, ein und aus. Jetzt aber ein letztes Mal. Nochmal tief und dann, Achtung, schwing das Vorderbein nach hinten. Gut, jetzt
Öffne deine Beine zu einer leichten Grätsche. Jetzt geht es um den Rücken, um die Wirbelsäule. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Roll dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Atme aus. Mit dem Einatmen kommst du Wirbel für Wirbel nach oben. Ausatmen durch den Mund, zieh den Bauchnabel nach innen und versuche in der Wirbelsäule eine C-Kurve zu formen. Von hier aus drehst du dich nach rechts auf und ziehst die Arme auseinander. Geh wieder tief, komm nach oben, atme ein. Ausatmen, abrollen, drehen und zieh die Arme auseinander. Schau zu deiner linken Hand und komm wieder zurück. Atme ein. Ausatmen, Wirbel für Wirbel abrollen. Dreh dich auf, zieh die Arme auseinander, C-Kurve im Rücken und wieder zurückkommen mit dem Einatmen. Wirbel für Wirbel nach oben. Letztes Mal ausatmen, drehen und die Arme auseinanderziehen. Schau zu deiner linken Hand und komm wieder nach oben. Sehr gut. Bleib jetzt hier und beug deine Beine. Die Sitzknochen fallen senkrecht in Richtung Boden. Und nimm den rechten Arm nach oben. Lass das rechte Schulterblatt nach unten fallen. Bauchnabel nach innen, atme ein, mit dem nächsten Ausatmen neigst du dich nach links. Die Arme ziehen sanft auseinander. Einatmen zur Mitte, ausatmen und nach links neigen. Denk an dein Powerhouse, zieh den Bauchnabel nach innen. Atme aus, neig dich zur Seite. Press den rechten Fuß in den Boden, lass die Zehen entspannt nicht verkrampfen. Zehen lang lassen. Und ein letztes Mal zur Mitte kommen, senk den Arm ab, bring den linken Arm nach oben, atme ein, ausatmen, Schulterblatt fällt. Einatmen und ausatmen, neig dich zur Seite. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, neig dich zur Seite, zieh den Bauchnabel nach innen. Einatmen. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen. Einatmen, ausatmen, Wirbel für Wirbel zur Seite neigen, einatmen, zur Mitte, ausatmen, zur Seite. Letztes Mal und ausatmen, zur Seite, wieder zur Mitte und absenken. Bring die Beine zusammen und einmal den ganzen Körper auslockern. Und dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Bis dann. Ciao.